Ein wunderschönes Hallo, hier ist der Ragnar und ich habe was vorbereitet und zwar den letzten Schuss für euch live aus der Konserve. Und zwar beginne ich jetzt. Das ist ein Lied für unser Fäkalalbum, was irgendwann herauskommen wird, aber es wird definitiv beschissene Mucke. Ich gehe meinen Lebensweg schon eine lange Weile, war auf langen Fahrten, fing mir schon ein paar Pfeile, war in vielen Schlachten mit Sieg und Niederlage, doch waren mir die Blähungen oft eine große Plage. Ich furzte stets und kräftig in meine Rüstung rein, kein Feind wollte nunmehr in meiner Nähe sein. Doch sei dir über eins im Klaren, sei dir stets gewiss, wenn du auf dem Schlachtfeld stirbst, kommt der letzte Schiss. Auch der Strohtod auf dem Bett ist keine schöne Sache, denn auch dort flieht aus dir leicht die letzte dünne Kacke. Du atmest nun ein letztes Mal, der Darmut ganz die Luft, und dann erfüllt er die Umgebung mit sonderbarem Duft. Du atmest nun ein letztes Mal, der Darmut ganz die Luft, und dann erfüllt er die Umgebung mit sonderbarem Duft. Du sitzt nun in Valhalla und säufst mit deinen Freunden, erzählst deine Heldentat, kannst deinen Schiss nicht leugnen. Den Duft, den du gelassen, hängt noch an deinem Hintern, und so wirst du in Asgard wohl draußen überwintern. Stinkend klebt am Sterbebett nun dein letzter Kack, dass du gestorben bist, riecht die ganze Stadt. Doch sei dir über eins im Klaren, sei dir stets gewiss, wenn du auf dem Schlachtfeld stirbst, kommt der letzte Schiss. Auch der Strohtod auf dem Bett ist keine schöne Sache, denn auch dort fließt aus dir leist die letzte dünne Kacke. Du atmest nun ein letztes Mal, der Darm holt ganz die Luft, und dann erfüllt er die Umgebung mit sonderbarem Duft. Du atmest nun ein letztes Mal, der Darm holt ganz die Luft, und dann erfüllt er die Umgebung mit sonderbarem Duft. Fäkal betrachtet ist der Furz ne rektale Sache, doch schlussendlich ist am Ende immer alles Kacke. Selbst wenn dir beim Pinkeln ein Pfeil im Rektum steckt, ist nicht jeder Krieger gleich daran verreckt. Doch im Suff nicht bemerkt, hast du dich dann gesetzt und hast dir nun leider deinen Dickdarm voll zerfetzt. Doch sei dir über eins im Klaren, sei dir stets gewiss, wenn du auf dem Schlachtfeld stirbst, kommt der letzte Schiss. Auch der Strohtod auf dem Bett ist keine schöne Sache, denn auch dort fließt aus dir leist die letzte dünne Kacke. Du atmest nun ein letztes Mal, Darm holt ganz tief Luft, und dann erfüllt er die Umgebung mit sonderbarem Duft. Du atmest nun ein letztes Mal, der Darm holt ganz tief Luft, und dann erfüllt er die Umgebung mit sonderbarem Duft.